herzlich willkommen bei Olafs Club Nummer 6. Chaos, Wahnsinn, Bambule, Craziness, all das gibt es hier natürlich nicht. Hier herrschen Zucht und Ordnung und deshalb musste ich meine Gäste wirklich sortieren, nämlich nach dem Moment ihres Erscheinens. Heute jedenfalls spektakulärerweise zu Gast Markus Barth. Neben mir Lara Ermer. Und Linda und Tränkwalder. Nils Heinrich. Der Tod. Und der Gastgräber und Moderator Olaf Schubert. Hui, das bin ich. Wir sind ready vor Start. Guten Abend. Erneut herzlich willkommen. Seien Sie begrüßt hier im Club. Und natürlich daheim an den Empfangsgeräten. Olafs Club Nummer 6. Und wir machen uns natürlich auch jede Menge Gedanken, wie die Menschen draußen im Alltag natürlich auch. Wir fragen uns jeden Tag, ja, die Menschheit, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und welche Schuhe ziehen wir dazu an? Und da wir natürlich auch wissen, es gibt Probleme, deshalb haben wir den heutigen Club unter ein Motto gestellt, quasi Olafs Club for Future, weil wir alle wissen, ja, ohne Future keine Zukunft. Und ich bin stolz, dass alle, die heute hier auftreten, auch bereit sind, wirklich eben einen kleinen Beitrag zu leisten, ja, zum Thema Nachhaltigkeit. Also alle, die heute hier auftreten, sind tatsächlich mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hier angereist. Vorher natürlich erstmal vom Flughafen mit dem Taxi ins Hotel. Aber es sind ja immer die kleinen Schritte, die zählen. Ja? Also man kann ja im Alltag viel bewegen, man kann ja zum Beispiel sparen beim Heizen oder beim Duschen. Ja, das heißt ja nicht, dass man jetzt nicht mehr duschen soll. Das heißt auch nicht, dass alle Künstler zusammen duschen. Aber wir tasten uns ran, indem wir gemeinsam baden. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja insgesamt sehr komplex. Ja, denn es bedeutet ja, dass man nicht mehr Ressourcen verbraucht als nachwachsen. Ja, das heißt also für uns, dass wir zum Beispiel eben nicht mehr einatmen, als man ausatmen kann. Oder wir machen nicht mehr Witze, als ihr verstehen könnt. Und damit es auf der Erde nicht mehr Menschen leben, als die Erde verträgt, deshalb hat Carola, ich und wir beiden haben vereinbart, dass wir erst ein Baby wollen, wenn Omi tot ist. Ne? So. Aber ich habe gesagt, jetzt wo es im Heim ist, können wir ja schon mal heimlich anfangen zu üben. Und unser erster Gast ist auch am Thema Nachhaltigkeit interessiert, denn er hat für sich gesagt, so heißt auch sein neues Programm, ich bin raus. Und er ist wirklich komplett raus aus allem. Also er ist wirklich raus aus der Mutti, raus aus dem Internet, er ist raus aus diesem ganzen Konsum. Wahnsinn, hier beim MDR ist er sogar raus aus dem Erfolg. Oder, ja, und was ich ihm noch gar nicht gesagt habe, soll eine Überraschung werden. Ja, hier kann er sogar Geld vergessen. Wir freuen uns aber, dass er trotzdem hier ist, der famose Markus Barth. Vielen Dank. Danke sehr. Dankeschön. Danke sehr. Hallo Leipzig, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Tatsächlich, für mich ist heute ein besonderer Tag, ist nämlich tatsächlich mein Hochzeitstag heute. Dankeschön. Kein Scheiß, ja, vor 5 Jahren haben mein Mann und ich geheiratet. Und warum? Weil wir es können. So. Und weil ich finde, dass man jeden Tag etwas tun sollte, worüber sie Beatrix von Storch ärgern würde. So. Deswegen, ich finde es tatsächlich, aber ich möchte gleich beruhigen, alle Menschen jetzt, manche Männer gucken schon ein bisschen erschrocken. Nein, ich möchte niemanden bekehren. Es ist alles okay. Ich bin sehr tolerant gegenüber Heterosexualismus. Ihr müsst machen, was ihr machen müsst. Ja. Also, gerade so die Männer. Fußball, Autos reparieren, mit einer Rohrzange Fußnägel schneiden. Was ihr halt so macht. Ja. Aber es gibt so manche Rituale bei euch, die verstehe ich nicht. Ich muss es mal kurz erklären. Ich war im Januar auf einen Geburtstag eingeladen von einem Kumpel von mir. Und ich sag noch zu meinem Mann, Schatz, zieh dich warm an. Da sind nur Heteromänner. Ich schwöre dir, früher oder später stehen wir da im Garten an einer Feuerstelle und müssen irgendwie alle von der letzten Abgasuntersuchung erzählen. Ja. Und mein Mann sagt noch so zu mir, Quatsch, es ist Januar, es hat Minusgrade, wer stellt sich denn da in den Garten? Schnitt, 2 Stunden später. Wir stehen um eine Feuerschale,
im Garten mit 10 Heterotypen und müssen Würstchen in die Glut halten. Ich habe mich noch nicht mehr getraut, an der Gabel zu lecken, weil ich Angst hatte, dass meine Zunge am Metall festfriert. Aber die anderen Typen, Spitzenlaune. Die haben gestrahlt übers ganze Gesicht. Gestrahlt haben die, also das war wirklich, also auf so eine, das ist der Unterschied, auf so eine Idee käme schwuler Mann nicht. Ja. Es gibt genau 3 Gründe, warum sich ein Schwuler in die Kälte stellt. Ja. Erstens, weil es Kalorien verbrennt. Zweitens, weil Lady Gaga gleich aus einer Hotelauffahrt kommt. Oder drittens, weil Chris Hemsworth gesagt hat, los, wir gehen nackig Eisbaden. Na gut, sonst nicht. Ja. Aber die Typen bestens gelaunt. Und ich stand daneben und das Lustige war, ich stand an der Fensterfront und ich habe die ganze Zeit die Frau des Gastgebers gesehen. Die Frau des Gastgebers saß nämlich in der Wohnung am offenen Kamin. Am offen eingemummelt bis oben hin. Weißt du, mit einer Decke bis ganz oben hin. Mm. Kniestrümpfe bis oben hin. Mm, wie er so macht. Ja. Eine Teetasse. Mm. Beide Hände dran. Mm. Räubusch, Kamille, Quinoa. Mm. Und ich sah noch zu dem Gastgeber, ha, deiner Frau, ne? Der geht's aber gut. Und er so, ja, ja, die hat mir die Feuerschale übrigens geschenkt. Und ich dachte mir so, natürlich hat sie das. Ich dachte mir nur, du dumme Kudo, du hattest doch bloß keinen Bock auf 10 besoffene Typen in deiner Wohnung. Und ich sehe genau jede zweite Frau hier gerade im Publikum so Feuerschale schenken. Und das Lustige war, dann war ein anderer Typ von diesen 10 eingeladenen Heteromännern, der hat mir erzählt, dass er jetzt nach Hause muss, weil er ist nämlich vor 4 Monaten Vater geworden und sein Kind hat ein bisschen Fieber. So. Und ich bin da nicht stolz drauf, aber ich habe gefroren wie ein Schlotfeger. Und in dem Moment dachte ich mir nur, boah, jetzt so ein fiebriges Kind. Einfach nur so ein bisschen rankuscheln. Ja, 4 Monate, das hat ja auch gerade so Wärmflaschengröße, weißt du, das ist ja... Das Wenn ich so ein fiebriges Kind, ich hätte mir das so ans Fußende ins Bett gelegt und dann so ein bisschen, nur die Füße. So. Und irgendwann dachte ich dann, komm, ich ergreife jetzt einfach mal die Initiative und habe zu dem Gastgeber gesagt, so, das war ja jetzt auch alles sehr schön, aber sollen wir jetzt vielleicht nicht mal reingehen? Und er so, nein, Markus, nein, nein, jetzt kommt doch das Highlight des Abends. Und ich so, oh, was könnte denn noch schöner sein? Und er so, na, jetzt wird genagelt. Und mein Mann und ich stehen da so, was? Wir gucken so einander an und mein Mann lädt sich so zu mir und sagt irgendwann so, ach, so eine Party ist das? Und ich stand auch so da so, ja, also das kommt jetzt irgendwie überraschend. Aber hässlich seid ihr ja nicht. Also nein, 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 nageln, Markus, nageln, das Partyspiel, kennt ihr das nicht? Und wir beide so, ach so, nageln, ja, natürlich, das kennen wir natürlich. Nageln, wir kennen doch, wir sind halt mehr so die Hobler, weißt du. Erklär uns das doch einfach nochmal. So, jetzt bin ich gespannt, ob ihr das kennt. Dann geht er in seine Garage, holt einen großen Holzbalken heraus, 10 Nägel und einen Hammer. Und hat jeder von uns einen Nagel bekommen. Und dann haben wir abwechselnd mit dem Hammer auf den Nagel gehauen. Weil das Spaß macht. Leute, was habt ihr für Hobbys? Mein Mann und ich, wir standen da so... War das gut? Ich so, ja, du hast dich nicht verletzt. Ich glaube, es war okay. Irgendwann waren die Nägel versenkt. Dann lehnt sich mein Mann zu mir und sagt, also wenn wir jetzt noch vertikutieren müssen, dann bin ich raus. Ganz ehrlich. Das... Weißt du, ich mache das auch irgendwann. Ich habe im März Geburtstag. Ich stelle die auch alle auf den arschkalten Balkon. Und dann komme ich irgendwann mit 2 Wäschkörben und sage so, jetzt kommt das Highlight des Abends. Jetzt wird gebügelt. Juhu! Wer als erster ein Stehkragenhemd fertig hat, darf die Spülmaschine ausräumen. Ist das was? Aber das Allergeilste, mein Highlight an dem Abend war die Frau. Irgendwann hat die nämlich nur noch telefoniert. Ja? Und ich stehe am Fenster, ich gucke diese Frau an, so völlig zitternd am ganzen Körper. Und ich dachte mir so, boah, ich wüsste so gern, was du sagst. Aber ich konnte mir es genau vorstellen. Ich wusste genau, was sie gesagt hat. Wahrscheinlich hat sie so gesagt, ja, Silvia, vielen Dank nochmal für den Tipp mit der Feuerschale. Ja, hat super funktioniert, danke. Ja. Die Deppen stehen alle draußen und die freuen sich so, ja. Oh, warte mal, Silvia. Die beiden Schwuppen gucken ein bisschen unglücklich.
Was? Okay, ich roll eine Flasche Prosecco raus. Danke, geht schon wieder. Das war's von mir. Schönen Abend noch. Danke sehr. Markus Barth. Markus. Ja. Grandios. Ich finde das sowas immer, ist immer sehr interessant, solche Schön, Geschichten ja, zu hören. Gut. Ich muss auch sagen, Homosexualität war jetzt noch nie so direkt mein Thema. Okay. Allerdings muss ich auch dazu sagen, jetzt nach 20 Jahren Ehe mit Carola, ja, du. Dann fragt man sich doch, ist es vielleicht besser, noch mal ganz von vorne anzufangen? Ja, ja, also, du, wir nehmen fast jeden. Also es ist... Ich sage mal, es gibt für fast alles einen Fetisch. Also insofern, probier's aus. Okay, das heißt, wie müsste ich vorgehen? Ich habe ja auch von Männern... Ach so, nicht? Ich würde genau so. Gut, das ist ja quasi ein DDR-Harness, was du da anhast. Also das ist damit... Damit kannst du eigentlich schon auf den CSD. Das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt, da komme ich überall rein? Oder, ja, so. Also kommt auch an, wo du rein willst. Ja, also erstmal in die Veranstaltung. So. Aber ich habe ja auch von Männern gehört, die sind ja auch im fortgeschrittenen Lebenshorizont dann ja. quasi konvertiert. Ja. Man wird ja auch schlauer mit der Zeit, weißt du? Ja, stimmt. In welchem Alter war es bei dir? Bei mir war es mit 25 tatsächlich. Ja. Mit 25 ja. Coming out? Coming out. Und keine Spur von Coming back, so nach dem Motto irgendwie, nein, du bist zufrieden und glücklich. Ich bin zufrieden und glücklich und nö. Hm? Ich glaube, ich belasse es dabei. Es ist auch, nochmal heiraten, das wäre mir zu teuer auf die Dauer, weißt du. Ja. Es ist aber, glaube ich, auch so, dass man ja beobachten muss, es verändert sich ja viel in der Sexualität, auch in der Geschlechtlichkeit. Ja, auch gerade der männliche Menstruationsneid rückt ja jetzt doch mehr in den gesellschaftlichen Fokus. Und ich habe immer so das Gefühl, ja, die Menschen, manche haben Angst, wo ich immer sage, ist eigentlich Quatsch. Ja. Oder bloß weil es was Neues gibt, heißt es ja nicht, dass das Alte hinweggefegt wird. Ja. Ja? Es ist auch, also gerade so Angst vor Regenbogenflacken oder so, das ist wirklich sehr unnütz, möchte ich hiermit mal sagen. Also es ist nicht so, dass du morgens aus dem Haus gehst und dann siehst du eine Regenbogenflacke und denkst dir, ach Penisse, das wäre auch mal was für mich. Das ist einfach, das passiert nicht, keine Angst. Ja. Ich denke auch, genau, das alte klassische, so eine klassische konservative Ehe, wie ich sie mit Carola führe, die wird es trotz allen Neuen immer geben. Ja, man muss es wollen, aber es gibt es. Obwohl es überhaupt nicht funktioniert. Ja. Ne? Es ist verrückt, dass man sich... trotzdem an diesen Dingen irgendwie so aufhält. Ja, also ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ja. Vielleicht treten wir da nochmal in Kontakt. Sehr schön. Wie sehr in Kontakt? Das Medium darfst du festlegen. Alles klar. Okay. Du willst erstmal gucken, wo du reinkommst. Ja, dann, genau. Schauen wir weiter. Der wunderbare Markus Barth. Danke sehr. So, jetzt wird es jung, weiblich, dynamisch und keck. Denn unsere nächste Künstlerin ist mit ihrem ersten Programm unterwegs. Das trägt den Titel Zuckerjokes und Peitsche. Peitsche. Also man merkt, ganz so hart sind die jungen Leute jetzt nicht mehr drauf. Also ich habe meine ersten Witze noch mit der Axt erzählt. Und gerade bei so jungen Comedians fragt man sich natürlich, was hinterlassen wir altgedienten Humoristen diesen jungen Leuten? Ja, was ist das für eine Welt? Ja, wir haben ja jahrelang Raubbau am Ossiwitz betrieben. Ja, wir haben die Zoten leer gefischt. Wir haben die Gürtellinie immer weiter in Richtung Äquator hinabgelassen. Ja, also alles ist überfischt, humoristisch. Worüber sollen diese jungen Leute Witze machen? Ja, nur noch über die Reichen, über die Gesunden, über die Schönen, ja? Nur noch über mich. Ich glaube, das... Ich sag mal so, ich glaube, das scheint zu funktionieren. Das Gute ist aber, junge Leute haben immer frische Ideen. Freuen wir uns deshalb auf Lara Ermer. Ich habe tatsächlich ein Thema dabei, das mir sehr auf der Seele brennt. Und zwar eine ganz genaue Frage. Ich frage mich nämlich seit einiger Zeit, was soll eigentlich die Umkleidekabine bei der Gynäkologin? Ja, in der Ecke des Behandlungszimmers ist immer so ein Vorhang, den man bitte zumachen soll, während man sich auszieht. Warum? Eine Minute später hänge ich meiner Ärztin unten ohne, vorm Gesicht rum.
Aber beim Ausziehen darf sie mir nicht zuschauen. Ja, das Einzige, was meine Ärztin so nicht zu Gesicht bekommt, ist, wie ich, um aus meiner engen Hose zu kommen, so auf der Stelle hüpfe wie so ein kaputter Flamingo. Es gibt relativ viele Menschen, die sich fragen, ob man eigentlich für diese Untersuchung auch die Socken auszieht. So der Vollständigkeit halber. Ja, damit man nicht mit nacktem Arsch und warmen Socken darum liegt. Ich muss gestehen, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ich bin mit meinen 26 Jahren bis heute nicht dazu in der Lage, meine Hose auszuziehen, ohne dass meine Socken dabei im Hosenbein stecken bleiben. Und wirklich, diese Umkleidekabinen verwirren mich so sehr. Ja, es stellt ja auch niemand eine Umkleidekabine am FKK-Strand auf. Und trotzdem habe ich mich noch nie getraut, diesen Vorhang einfach offen zu lassen. Ich will ja nicht übermotiviert wirken. Na, vielleicht mögen Gynäkologinnen ja auch diesen dramatischen Effekt, wenn so der Vorhang aufgeht. Die Spannung will ich meiner Ärztin nicht nehmen. Vielleicht gebe ich mir irgendwann so richtig Mühe und ziehe so richtig gute Dessous an und dann tanze ich aus dieser Kabine, einfach um der Frau auch mal eine Freude zu machen. Und wenn man das dann hinter sich hat, ne, so hinterm Vorhang ausgezogen, dann geht's raus und dann muss man auf diesen Behandlungsstuhl klettern. Und ich gebe mir so Mühe, wirklich Anlauf, Arschbombe, ich versuch's richtig doll. Ich setze mich so motiviert, dieser Frau quasi direkt auf die Nasenspitze. Trotzdem saß ich ihr noch nie auf Anhieb tief genug. Und ich habe keine einzige Person getroffen, die das jemals in ihrem Leben geschafft hat. Sondern wir alle müssen erstmal mit nacktem Arsch weiter nach vorne robben. Ja. Für diejenigen von euch, die dieses Gefühl vielleicht nicht kennen, das fühlt sich immer so ein bisschen an, wie als Kind auf der Wasserrutsche, wenn man sich die Badehose schon so zwischen die Arschbacken nach oben gezerrt hat und dann so mit quietschendem Po die letzten Zentimeter weiter nach vorne robben durfte. Exakt so würdelos. Und meine Ärztin sitzt dann immer so zwischen meinen Beinen und sagt immer denselben Satz, immer im selben Tonfall. Kommen Sie mal bitte erstmal noch ein Stückchen weiter nach vorne. Und dann fängt die an zu gestikulieren. Wie so eine Flugeinweiserin. Ich war letztens sehr kurz davor, einfach so Piepgeräusche zu machen, während ich rückwärts auf ihr Gesicht einparke. Ja, und dann geht der Spaß ja los, dann kommt der kleine Ultraschall-Dildo und damit geht's immer tiefer, als man denkt. Ich war neulich ganz kurz davor, so, wann sind wir endlich da, zu rufen, während sie da so meinen Unterleib erkundet. Und ich muss sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sitzplatz meiner Gynäkologin so super angenehm ist. Deswegen versuche ich, mich gut vorzubereiten. Ich sorge so ein bisschen für bessere Ausgangsbedingungen. Ich schrubbe, ich rupfe, ich rasiere mich, alles nur für die Frau Doktor. Ich gebe mir wirklich mehr Mühe als für jedes Date. Ich habe mal eine Zeit lang nur für meine Gynäkologin mit Intimfrisuren experimentiert. Ich dachte, wenn sie mir schon die Flugeinweiserin macht, dann lasse ich mir natürlich eine kleine Landebahn stehen. Ja. Das Ding ist, ich habe das wirklich ausprobiert. Es sah leider aus wie das Hitlerbärtchen unter den Intimfrisuren. Keine Sorge, ich rasiere mich wieder und dann liege ich vor ihr, ja, wie Gott und Intimwaschgel mich schufen. Und die Frau sagt einfach gar nichts. Dabei finde ich, ich hätte ein Lob verdient. Und eigentlich würde ich meine Ärztin gerne mal fragen, ob ich denn schön bin da unten. Es hat ja kaum jemand mehr Vergleichswerte als sie. Die einzigen Leute, die sich irgendwann mal zu meiner Vulva geäußert haben, wollten Sex mit mir haben und deswegen glaube ich denen kein Wort. Aber sich mit anderen Körpern vergleichen zu können, so am allerbesten irgendwie andere Körper zu sehen, das hilft ja, den eigenen zu akzeptieren. Weil man checkt, ah krass, nicht mal damit bin ich allein. Das ist ein Konzept, das sich komplett bewährt hat. Schlechte Noten waren immer egal, wenn der Klassendurchschnitt scheiße war. Deswegen ist so, oh, das fühlst du zu doll. Deswegen ist sich mit anderen Körpern vergleichen was ganz Angenehmes, total gut. Und mit Penissen funktioniert das richtig gut. Penisse sind überall, ist der Hammer. Ich bekomme zum Beispiel regelmäßig unfreiwillig Penisfotos auf Instagram zugeschickt. Neulich hat sich einer richtig Mühe gegeben, wildfremder Typ,
hat mich angeschrieben und meinte, hey, ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Und dann kam auch schon das Gedicht und es lautete, Rosen sind rot, Veilchen sind blau, ich find dich hot, hier ein Foto von meinem Penis. Derselbe Typ hat sich 2 Wochen später nochmal bei mir gemeldet und meinte, hey, ich habe jetzt übrigens eine Bahncard 100. Ich kann also total flexibel Zug fahren. Ich könnte jetzt jederzeit ganz spontan vorbeikommen und dich flachlegen. Und seitdem habe ich tatsächlich Angst vor dem 49-Euro-Ticket. Wirklich, Penisse sind überall, auch immer bei diesen Menschen, die irgendwo in der Öffentlichkeit hinpinkeln. Ich glaube, ihr denkt wirklich, ihr macht das mega geschickt. Aber wenn du deinen Schwanz aus der Hose holst, wird kein magischer Tarnschwanz daraus. Ich kann den sehen. Aber Vulven, die sehen wir nicht so oft im Leben. Und ich habe überlegt, wo könnte ich hingehen, um mir mal so eine ganz natürliche Vulva in freier Wildbahn anzugucken. Und ich glaube, ich müsste in die Sauna gehen. Jetzt baumeln Vulven aber in der Regel nicht so praktisch vorm Körper rum. Deswegen glaube ich, ich müsste in die Sauna gehen und mich auf den Boden legen. Und dann müsste ich eine Person mit einer Vulva dazu bringen, selbstverständlich freiwillig, nackt über mein Gesicht zu steigen. Und dann hätte ich ja nur eine einzige Vulva gesehen. Das heißt, für so einen soliden Querschnitt bräuchte ich so eine Muschi-Polonaise von Leuten, die nackt hintereinander her über mein Gesicht steigen. Und was ich euch eigentlich damit sagen will, falls ihr nachher Bock habt, ich lieg draußen. Vielen Dank. Lara Ermer. Ich kenne sie noch, da war sie nur Lara Arm. Und ich habe gebannt hinten gelauscht. Ich muss sagen, ich habe noch nie so oft das Wort gehört. Ne? Das war nur für die Frauen. Ah, nein, ich habe mich auch angesprochen gefühlt. Ich habe ja auch schon mal eine Mumu gesehen. Es ist ja wirklich so eine Show, ist ja quasi ein Ritt auf der Rasierklinge und wir kippen jetzt direkt von der Einrichtung in die andere. Also es tun sich jetzt wirklich Klüfte auf, denn von einer jungen deutschen Frau kommen wir zu mehr oder weniger wirklich alten Österreichern. Und dann müssen wir hier auch ein bisschen was hinbauen. Sie werden nämlich die Hütte standesgemäß rocken mit Instrumentarium aus den, ja, es ist schon doch aus den frühen 70ern. Und das passt quasi auch zu Ihrem Nimbus, denn ich sag mal so, Sie haben doch einen doch erhöhten Grauanteil im Skype-Segment. Grau sagt man ja nicht mehr. Wie heißt das jetzt charmant? Friedhofsblond. Ja? Ich glaube, so ist es doch irgendwie charmanter. Und jetzt wird das hier noch ordnungsgemäß verkabelt, weil wir... Ach, mal einen Applaus. Da hätte ich jetzt fast vergessen. Für unseren... Für unseren jungen Mann, der sich hier so reinhängt, dass das Knie durch den Kopf spleißt. Aber wie gesagt, das Schöne ist, wir können erzählen, was wir wollen. Das sind unsere tschechischen Gastarbeiter. Das kommt hier hin. Und dann müssen wir noch das eine Mikrofon hier hinstellen. Wenn es so lange dauert, dann mache ich eben das auch noch selber. Ja. So, aber im Wesentlichen sind wir fertig. Zwei österreichische Spitzenmusiker, sie werden die Hütte rocken. Jetzt brennt hier die Luft, es fliegt, na, die Kuh fliegt vielleicht nicht, aber es kommt zumindest zu Nutzviehabhub. Jetzt wird hier der Hamster gebonert und alle können mitmachen. Das ist das Tolle, ich sage wirklich, Schunkel Deutschland, erwache für Linda und Tränkwalder.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Galadiner für Freunde gemacht. Früher war es ja einfach. Kartoffel, Schweinsbraten und Sauerkraut und alle waren happy. Heute klingelt eine Stunde davor das Telefon. Klingeling, die Eva, die ist voll allergisch aufs Allergen. Aufs Allergen. Das ist kein Problem. Null Problem. Kein Problem. Kein Problem. Klingeling, der Hans, der ist so unverträglich auf Paprika. Auf Paprika. Das checken wir an. Checken wir an. Checken wir an. Checken wir an. Klingeling, die Fini, die ist unverträglich auf Laktose. Intolerante. Intolerante. Klingeling, der Herbert, der gehört zu den Guten, mag keine Gluten, sich zu muten. Keine Gluten. Keine Gluten, sich zu muten. Vegan, koscher und laktosefrei. Ja, 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 hier ist für jeden was dabei. Hab's mir gern, hab's mir gern. Ja, ich hab noch eine Bit. Bringt's doch eure Frikadelle bitte selber mit. Bringt's doch eure Frikadelle bitte selber mit. Jetzt ist eine Arie geplant. Mal applaudiert, weil das einfach sehr aufwendig ist, was wir gerade gemacht haben. Das war eine Arie. Vegan, koscher und laktosefrei. Ja, 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 ja. Hier ist für jeden was dabei. Hab's mir gern, hab's mir gern. Ja, ich hab noch eine Bit. Bring's doch eure Frikadelle bitte selber mit. Makrobiotisch, das ist doch wunderbar. Da sind wir klar, ja, das ist doch sonnenklar. Hab's mir gern, hab's mir gern. Ja, ich hab noch eine Bit. Bring's doch euer Glutamat halt selber mit. Bring's doch eure Tofu-Burger bitte selber mit. Meine Damen und Herren, die Welt ist verrückt. Ich weiß nicht, ob Sie das gewusst haben. Bei uns in Tirol arbeiten mehr Sachsen als in Sachsen. Das stimmt wirklich, ehrlich. Also ich kann Ihnen sagen, es ist für einen Tiroler so erniedrigend, wenn man vor allem heute in Tirol geht und die Kellnerin versteht einen nicht. Ich habe immer versucht, einen Kaiserschmarrn zu bestellen und die Kellnerin aus Meißen, die Marilyn aus Meißen, so haben wir sie genannt, die hat mich nicht verstanden. Ich habe seit 8 Jahren keinen Kaiserschmarrn mehr gegessen. Und nicht nur das, auch die Immobilien in den Alpen. Nicht? Da gibt es die Magdeburger Hütte, die Erfurter Hütte, Hallenser Hütte. Heißt die wirklich so? Halle an der Salenser Hütte. So, ja, so heißt sie. Und Sie wissen es, meine Damen und Herren, nicht nur unsere Identität, unsere Immobilien werden geklaut, zum Teil auch Ideen, die wir haben. Darf ich Ihnen sagen, Sie werden sicher Radio hören, viele der Lieder, die Sie im Radio hören, Welthits meistens, von irgendwelchen Interpreten, da wissen die wenigsten, dass die wir zwei geschrieben haben. Ich spüre die große Betroffenheit im Saal, aber ich kann Ihnen ein Beispiel geben. The Power of Love zum Beispiel heißt in unserer Originalversion Dem Bauer die Schaf. Ja, ist ein Love-Song, also eine romantische Inszenierung
der besonderen Beziehung eines Bauern zu seinen Schafen. Übrigens, nicht nur das Lied ist geklaut worden, die Band, die das geklaut hat, die kommt aus Tirol. Also das sind Nachbarn von uns, die heißen jetzt Huey Lewis and the News. Aber damals haben die noch geheißen Hoi Lois, was gibt's Neues? Du, und nicht vergessen, unser größter Hit, Marlene, einer von uns beiden muss nun gehen. Ist der von uns? Ja, der ist auch von Wahnsinn, uns. Was wir alles geschrieben haben. Und bei dem Wahnsinn bleibt uns zwei Aborigines nichts anderes als heimatlos und mittellos, kulturell angeeignet und sinnlos durch unsere Berge zu rennen. Und nicht zu vergessen, tantiemenlos. 1, 2, 3, 4. Wir singen das Lied jetzt auf Tirolerisch, damit Sie nichts verstehen. Wenn ich aufstehe, wenn ich aufstehe, wenn ich aufstehe in der Früh, dann weiß ich schon ganz genau, was ich heute tue. So 2.000, 3.000. 2.000, 3.000. Höhenmeter gehen heute schon, ich kann gleich starten, weil ich bin in Frühpension. In Frühpension? Versteht man Frühpension? Frührente. Und dann zieh ich meine Bergschuhe an und dann lauf ich vor meinem Leben davon. Und weil ich halt sonst kein Hobby hab, lauf ich auf, ich auf die Bergstation. Wunderschönes Echo, Markus. Und mit Vollgas, und mit Vollgas, und mit Vollgas jederzeit lauf ich rauf, bis zum Gipfel ist nicht weit. Und wenn mich einer, wenn mich einer, einer überholen tut, krieg ich zum überhöhten Puls auch noch eine Wut. Und dann zieh ich meine Bergschuhe an und das sind ganz neue von Salomon. Und weil ich halt sonst kein Hobby hab, lauf ich auf, ich auf die Bergstation. Babalaba, 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 babalaba. Jetzt wird's dramatisch. Und am Abend, und am Abend, und am Abend komm ich heim, wie sieht meine Frau, die geht nicht mit, die kriegt einen Zorn. Und dann spür ich, und dann spür ich, ja, das spür ich alle Tage, ein leichtes Ziegen im linken Arm, das ich nicht mag. Und einen ganzen, und einen ganzen schweren Druck auf meiner Brust. Auf Romantik hab ich heute keine große Lust. Weil morgen zieh ich meine Bergschuhe an und ich lauf vor meiner Frau davon. Und weil ich heute sonst kein Hobby hab, lauf ich auf die Intensivstation. Babalaba, 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 babalaba. Here we go! 1, 2, 3! Jetzt wollen wir ein Echo hören! Dankeschön! Danke! Linda und Trenkwalder! Grandios! Sehr schön! Wunderbar! Ösis rocken vor Ossis. So muss es sein. Sehr schön. Und mir hat vor allen Dingen euer erstes Lied gefallen. Das hier mit hier Laktose. Das habe ich das Lied das erste Mal im Originaltext gehört. Tschüss. Ja, ich, das ist doch.
Ich kannte immer nur diesen anderen Text, diesen hier. Ole, wir fahren in Puff von Barcelona. So geht er, oder? So, das hat mein Onkel, der Onkel Bernd, das war die Schwester von Tante Manfred, hat mir das immer lesbisch, lesbisch und ein bisschen schwul. Da fangen alle an. Ja, gelernt ist gelernt. Ne? Das sitzt, ich glaube, das war das Schulstoff oder glaube ich Abi, ne? Das war glaube ich Abi. So, Themenwechsel. Mein nächster Gast war schon vermehrt hier zu Gast bei uns in Olafs Club und er hat mich damals wirklich berührt, abgeholt, getoucht, geflasht, denn er hat eine Geschichte erzählt über den Konflikt seiner Eltern, die ja, haben es halt immer gestritten und es hat mich an meine Kindheit erinnert. Mutti und Vati hatten auch oft Zank. Also das fing schon so an, dass eben mein Vati ein Kind wollte, meine Mutti nicht. Ausgetragen wurde ich dann von der Oma. Ja. Na, gibt ja nicht nur Leihmütter, gibt ja auch Leihomis. Und dann irgendwie auf die Welt gebracht. Von der Tante, nee, nicht von der Tante, genau, vom Onkel. Ja, so war es, genau. Und gut, also ich will nicht jammern. Er hatte ein besseres Schicksal. Das hat ihn auch zu dem gemacht, was er heute ist. Er ist unterwegs mit seinem aktuellen Programm. Es trägt den Titel Junger Gebrauchter. Das kann ja im Prinzip alles sein. Ja, eine Automobilanzeige oder eine Kontaktanzeige im Kirchenblatt. Wir wissen es nicht. Schön, dass er da ist. Ich freue mich auf Nils Heinrich. Ich bin kürzlich stutzig geworden. Ich war in der Wohnung unterwegs und stelle fest, da laufen zwei halbwüchsige Mietnomaden rum. So Kinder. Da habe ich mir gedacht, hä, was machen die denn hier? Wieso? Und mir wurde dann von meiner Ex-Freundin, also die jetzt meine Frau ist, gesagt, ja, die sind von dir. Offenbar habe ich meine Gene weitergegeben. Ich weiß nichts davon. Ich habe der Welt offenbar Kinder geschenkt. Ja, die Welt hat zwar gesagt, so, wir wollten uns doch nichts schenken, aber dann war Weihnachten, ich stand da mit den Geschenken und die Welt hat gesagt, ja wie jetzt? Ja, ich habe nichts. Ja, jetzt nicht mehr, nicht für deine Kinder. Ja, wärst du mal früher gekommen, auch sprichwörtlich. Ja? Und stehen wir jetzt alle da und wir kriegen jetzt mit, was Kinderscham bedeutet. Wir werden immer öfter fies angemacht von Leuten, die uns fragen, weshalb wir Kinder in diese Welt setzen. In diese Welt, in diese kaputte Welt. Überall Klimakatastrophen, Kriege, Despoten an der Macht. Da setzt ihr Kinder rein, seid ihr bescheuert? Also eigentlich rede ich nicht mehr so. Ich komme ursprünglich aus dem Mansfelder Land. Ich habe früher mal so geredet, aber ich habe mich nach der Wende operieren lassen. Und nur, manchmal kommt es noch durch. Ja? Also da, wo ich herkomme, reden alle so, wie ich gerade geredet habe. Auch die Tiere, die haben da auch alle Dialekt, ja. Die Katzen, miau, es ist der Wahnsinn, aber es ist lange her. Ich rede jetzt so und wie gesagt, wir werden immer öfter gefragt, wieso macht ihr Kinder? Das ist doch alles kaputt da draußen. Guckt ihr kein Fernsehen? Da wird doch gezeigt, wie kaputt alles ist. Na, setzt ihr Kinder rein, guckt doch mal Fernsehen. Warum? Da haben wir dann gesagt, ja, wir haben Kinder gemacht, weil wir Radio gehört haben. Da hieß es, wir haben Fachkräftemangel und da war klar, los, ab ins Schlafzimmer. Wir machen einen Klempner. Ja? Wir müssen das Handwerk nach vorne ficken, komm, los. Und ja, der Erstgeborene heißt jetzt auch Klempner, damit da keine Fragen aufkommen. Der Zweitgeborene heißt Fliesenleger, damit auch da klar ist, wo es lang geht. Wir nennen ihn oft Kachelgott. Und wir wissen, nach abgeschlossener Berufsausbildung kriegt er einen Plattenvertrag. Das ist doch eine feine Sache. Und Kinder sind doch sowas Schönes, oder? Jetzt im Sommer, da fährst du mit denen in den Urlaub und gehst wandern. Da stehen die ja total drauf. Und du wanderst so fröhlich vor dich hin durch den Wald. Irgendwann wanderst du alleine. Und du denkst dir, hier war doch gerade noch einer. Wo ist er denn? Und da hinten, am Horizont, wo der Wanderweg, der Waldweg, wo der so einen Knick macht an der Erdkrümmung. Ja, da steht so ein Schatten. So ein Männlein steht im Walde. Ja, und du rufst dem Männlein zu, ey,
Hörst du mich? Kannst du mich hören? Und das Männlein ruft zurück. Kein Empfang. Nur ein Balken. Ich habe O2. Aber erzähl keinen Mist. Komm jetzt her, schwing dein Hintern hier rüber. Wir müssen zurück in die Ferienwohnung, die wir wegen dir nur in den Sommerferien anmieten konnten, wo sie 500% teurer ist als sonst. Warum? Weil der Markt alles regelt. Bedank dich bei deiner Mutter, die hat den Lindner gewählt, weil sie seine freshen Fotos auf den Wahlplakaten so nice fand. Jetzt schwing dein Arsch hier rüber. Ja, da wirst du als Erziehungsberechtigter zum Bittsteller. Seit ich Kinder habe, kenne ich so viele gebrochene Eltern, die abends mit den Fingernägeln auf dem Spielplatz an der Rutsche kratzen und ihr Kind darum anbetteln, endlich nach Hause gehen zu dürfen. Und das Kind sagt, nee, noch 500 Mal rutschen. Da kannst du dich eigentlich nur prophylaktisch zur Wehr setzen, indem du dem Kind bei der Geburt einen möglichst schönen Vornamen gibst, bei dem du weißt, dass es bis ans Ende seiner Tage immer bei der Nennung dieses Vornamens gefragt wird, wie man den richtig buchstabiert. Es muss kein komplizierter Vorname sein. Philipp reicht völlig. Philipp, Philipp, Philipp. Du sollst dreimal Philipp heißen. Jedes Mal anders geschrieben. Und der dritte Philipp mit PF, Ü, 3L, Y und 2 weichen B. Weil ich dich so lieb habe. Aber ich weiß, ich werde noch sehr, sehr lange Freude an meinen Kindern haben, denn die Lebenserwartung steigt, die steigt rapide an. Man sieht es mir auch so ein bisschen an. Ich bin 80, aber habe mich gut gehalten. Ja, ich bin Bahnkunde, das heißt, ich jogge regelmäßig. Und ich bin jetzt schon in einem Zustand, den man als multimorbide bezeichnet. Multimorbide bist du, wenn du ganz viele kleine Zipperlein, Gebrechen und Krankheiten hast, die aber nicht mehr mitkriegst. Weil im Leitungswasser so viele Medikamentenrückstände drin sind, die dich gut einstellen. Weil in der Wurst sind so viele Hormone und diese tollen Antioxidationsmittel in den Fertigcroissants vom Backhaus. Das hält dich fit. Da bist du multimorbide. Multimorbide. Hat ein Freund kürzlich zu mir gesagt, die Apothekerin seiner Mutter hat, mein Freund, seine Mutter ist älter als die Morla in der unendlichen Geschichte. Lassen wir es mal raus. Und der holt in der Apotheke immer die Pillen für sie ab. Der fährt da zweimal die Woche mit einem kleinen Laster hin und holt die Pillen. Und ihm wurde vor Jahren schon von der Apothekerin gesagt, ja, ihre Mutter, die ist ja ganz schön multimorbide. Jetzt, wie sieht's aus? Die Mutter ist immer noch da, die Apothekerin nicht mehr. Haushaltsunfall. Multimorbide. Als Kind fing es an mit verschorften Ellenbogen an den Beinen, hat mich Bernd über den Spielplatz gezogen. Als der Schorfer abging, schob ich ihn mir ins Gesicht und knabberte ihn weg, denn wir hatten ja nichts außer Läusemumps und Karies im Zahn. Im Gegensatz zu mir haben Bakterien einen Plan. Zahnarzt, Bohren, Blei in die Fresse, ohne Betäubung, eine Stunde nichts essen, Pubertät. Streuselkuchengesicht für braunen Schnaps, offen, dann völlig dicht. Disco-Nächte, Red Bull verleiht Flügel, heute habe ich meine Ohren nur für die Brillenbügel. Meniskus ausgeleiert, Risse in Kreuzbandschnalle, meine Knie, sie wollen, dass ich falle, doch ich kenne den besten Doc zwischen Rostock und Halle. Mein Homöopath hat Kugeln für euch alle. Multimorbide, multimorbide, die Natur ist rigide. Das geht jetzt rapide, halb invalide. Ab ist der Lack, Zuckerwatte am Sack. Ich war schon dabei, da warst du noch ein Ei. Meine größte Angst ist, ich bin nackt, denn du weißt nicht, wie man einen Fluchtkoffer packt. Du hast Angst vor Masken und Spritzbesteck. Ich wuchs auf mit Dieter, Thomas, Heck. Ich sah, wie Tilly ihre Hände in Spüli dippt. Ich hab mir Milch mit Becquerel in den Hals gekippt. Ich sah, wie Brezhnev mit Zunge Honecker küsst. Chromdioxidkassetten, weißt du, was das ist? Multimorbide, leicht schizoide. Ich schluck Benzamide und dann roll ich wie die Tide durch deine Street. Ey, multimorbide, altersfrigide. Wenn dein Blut siedet, guck ich zu dir rüber und du wirst müde. Orgasmus im Alter. Was ist das eigentlich, dein Orgasmusgesicht oder kriegst du gerade einen Herzinfarkt?
Ich bin flüssiger als die herrschende Klasse, wenn ich nachts dreimal raus muss und laufen lasse. Zahnstein, Gallenstein, depressive Phasen, Nierensteine, Steine in den Blasen. Andreas, Ronny, Silvio und Gerd, wir sind die letzte Reihe beim Rammstein-Konzert. Gegen mich helfen nicht mal mehr Herbizide, ich bin der Endgegner. Ich bin multimorbide, ein Androide aus Verklärung und Flatrate. Im fünften Stock der Alterspyramide, sei lieb zu mir, hol dem Papa ein Bier. Die nächste Wahl entscheiden vermutlich wieder wir. Alles wird gut, vielleicht ja auch hier. Wir brauchen nur Bier, das war's von mir. Dankeschön! Nils Heinrich! Nils Heinrich, Multimorbide. Multimorbide ist eigentlich die letzte Station, bevor du dann kommst. Exitus. Perfekte Überleitung. Die Überleitung hin dann zum Zapfenstreich. Das ist ganz schwierig, weil ich weiß nicht, wo ich hingucken soll, wenn ich mit dir spreche. Das ist irgendwie ungewohnt. Wie ist es für dich? Für dich ist es normal, oder? Ich sehe eh nichts. Huh. Tod. Olaf. Du warst jetzt lange unterwegs. Du warst ja jetzt 3 Jahre mit Corona auf Tour. Wie ist das jetzt so nach so einem Event? Fällt man da in so ein Loch oder in so eine Grube? Ich weiß ja nicht. Wie ist es für dich? Ja, im Gegensatz zu den anderen habe ich durchgespielt. Aber es ist ja immer was Neues. Ne? Krieg, Energiekrise. Das Thema stirbt nicht aus, es läuft sich nicht tot. Es geht immer weiter. Ist durch die Energiekrise auch schon dir Kundschaft zugeführt worden? Jetzt noch nicht, aber vor Aufregung. Herzinfarkt. Ah, verstehe. Das ist geil, wenn ich mit dir spreche, kann ich mir alles, alles angucken. Ich mach die Augen zu. Ja, ich hab dich vor uns gesehen, klassisch noch mit Sense. Echt? Also Backstage, in der Garderobe unten. Ist das nicht so ein bisschen oldschool? Also müsste nicht auch der Tod, sag ich mal, irgendwie mit der Zeit gehen? Also irgendwas mit Bluetooth oder so? Sagt jetzt der seit 50 Jahren Polunder trägt. Ja, einfach, weil es geil aussieht. So, aber... Sense habe ich jetzt nicht mehr dabei. Ich habe hier ein bisschen rumschlawinert. Wir hatten ja Zeit. Da hat jemand den Kopf rausgestreckt aus der Tür und hat zu mir gesagt, hau ab. Ja, jetzt steckt da die Sense halt. Ne? Ah, verstehe. Nicht so leicht. Eigentlich noch ein Job. Wie ist es für dich? Es ist ja momentan eine Zeit, in der immer mehr Menschen aus der Kirche austreten. Ja? Aus unterschiedlichen Gründen. Ja, scheinbar, weil jetzt... naja, müssen wir nicht vertiefen. Was heißt das für dich? Beobachtest du, dass dann der Moment des Hinübergleitens irgendwie anders gemanagt wird von den Probanden? Das ist jetzt mal eine Frage. Kompliziert. Wie würdest du den Übergang gerne haben für dich? Ja, ich stelle mir so vor, es wäre für mich schön, wenn der letzte Moment jetzt nicht von Gebeten begleitet wäre, sondern eher so erotisch motiviert. Ich meine, durch den Einsatz wundersamer Pillen ist man spitz wie Möhre. Ja, selbst im hohen Alter. Also ich stelle mir das so vor, dass man während des Höhepunkts das Zeitliche segnet. Kommen und gehen. Hast du sowas schon mal gemacht? Nö, aber werde ich für dich einfach registrieren. Werde ich mir einschreiben und merken, egal mit was, mit wem und wie alt. Möglichst nicht auf Carola. dass du mich dann sozusagen am Schlawittchen packst. Wäre das eine Verabredung, die du dann aber auch einhalten musst? Ich will mich ja nicht unnötig mühen. Ja? Es kommt ja immer überraschend. Ne, das weißt du und deshalb werde ich das jetzt natürlich nicht festlegen, okay. Sonst denkst du jedes Mal mit Todesangst, ist ja auch kein Spaß. Ja, stimmt. Dann ist die Spannung ja auch raus. Ja. Aber für mich ist die Spannung noch nicht raus und du hast auch noch nicht Feierabend, denn wir werden dich jetzt hier als ultimativen Abräumer, als Endgegner erleben. Jubi. Live on stage bei Olafs Club. Himself, the Tod. Juhu. Ja. Ja, wir nähern uns Mitternacht, die Luft wird knapp, Zeit für den Tod. Ich wäre hier fast gestolpert bei den Treppen, hätte man einen klassischen Todesfall gehabt. Ja, da bin ich, eure Zukunft.
das Maskottchen der letzten Generation. Ich bin heute auch ökologisch vorbildlich mit der Bahn gekommen. Ja, weil viele behaupten immer, ich würde zu früh kommen. Da gleicht sich das aus. Viele würden sich auch wünschen, ich würde mehr wie die Post arbeiten. Da wüsstet ihr, am Wochenende komme ich nicht. Montags neuerdings auch nicht. Und das Beste, wenn ihr die Tür nicht aufmacht, dann klingel ich beim Nachbarn. Kinder, ich muss euch ehrlich sagen, ich bin kein Sommertyp. Ich plaudere jetzt mal aus dem Sargkästchen. Bei den Temperaturen mit schwarzer Kutte leckt mich am Steißbein. Hitzerekorde, Waldbrände, ich stehe selbst kurz vorm Burnout. Die Pegelstände historisch niedrig. Die ersten Seelen mussten schon zu Fuß über den Jordan. Ja, ein Knochenjob. Der Winter war ja auch schon temperaturmäßig eine Enttäuschung. Ich meine, was wurde da vorher für Panik gemacht? Energiekrise, Minustemperaturen. Ich habe mich so aufs kollektive Kaltmachen gefreut. Ich habe extra Werbeslogans fürs Jenseits entworfen. Ja, ist dir Energie zu teuer, wärm dich doch am Fegefeuer. Oder Heizung kalt, Maul nicht rum, komm ins Krematorium. Ja, da sind einige gleich Feuer und Flamme. Das Husten klingt auch sehr vielversprechend. Und apropos, in Hildesheim gibt es jetzt ein Krematorium, das leitet auch ganz umweltbewusst die Hitze neuerdings weiter, an das daneben stehende Schwimmbad. Und dann wird damit das Kinderbecken erhitzt. Ja, Motto, Omi macht die Wanne warm. Das ist doch schön, was da entsteht. Ja, wenn die Kinder wieder jammern, Wasser kalt, kann man sagen, geh zu deinen Großeltern und frag ganz lieb. Ich meine, ein richtiger Kreislauf wäre es ja auch erst, wenn das Wasser mit Kinderurin getränkt wieder zurückgeht. Dann schließt sich der Leichensack und man bewässert damit dann die Gräber auf dem Friedhof. Auch da würde wieder Neues entstehen. Es würde auf dem Friedhof nach Chlor riechen. Man hätte sofort Freibadgefühl, das Bedürfnis, seinen Liegeplatz mit Handtuch zu reservieren. Im Osten entstehen die ersten FKK-Friedhöfe. Ein Traum. Ja, ich bin eher so der Herbsttyp. Herbst, wenn die Blätter fallen, alles vergeht. Der Frühling des Todes. Ihr feiert auch schöne Feste. Halloween. Da bekomme ich bei den Haustürbesuchen Süßigkeiten. Und im Herbst ist ja auch Tag des Mauerfalls. In Leipzig weiß man natürlich, wann ist der am? Richtig, 9. November. Ich weiß, das war am 9. November, da erlaube ich mir immer einen Scherz. Wenn mich da einer fragt, muss ich jetzt sterben? Dann kram ich immer ganz panisch so einen Zettel raus und sag, nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich. Kinder, ihr seht, ich kümmere mich um euch. Ich dachte auch immer, Nachhaltigkeit mehr als ich geht nicht. Nun ist aber der letzte Wagen selten ein Lastenrad. Es sind äußerst selten Windräder auf Friedhöfen zu finden, obwohl sich die Anwohner eher weniger beschweren. Und es gibt auch Umweltsünden nach dem Tod, zum Beispiel den lackierten Eichenholzsarg mit Metallgriffen und Polyester-Innenausstattung. Das ist praktisch der SUV unter den Bestattungsformen. Der ist der Fuck you Greta-Aufkleber schon eingraviert.
Wenn ihr so einen Sarg auf der Beerdigung seht, dann könnt ihr ruhig mal von hinten rufen, Buh, Umweltsau. Oder euch auf dem Friedhof festkleben. Damit die Verstorbenen das mal lernen. Fürs nächste Mal. Weil durch so eine Tupperdose kommt ja kein Wurm ans Futter ran. Und wenn da noch jemand drin liegt, wie Madonna oder der Glöckner, mit 50% Plastikanteil, ist der nächste Ötzi vorprogrammiert. Ach, Kinder, aber egal, kann ich euch versprechen, egal wie vernachlässigt ihr euch manchmal fühlt, ich kümmere mich um jeden. Obwohl das manchmal schwierig ist. Wenn ich zum Beispiel einen Mitarbeiter vom Bürgeramt abholen muss. Es ist selbst für einen Profi wie mich praktisch unmöglich, einen lebenden, arbeitenden Beamten von einem Toten zu unterscheiden. Ich warte dann immer bis zur Mittagspause. Und wer dann noch sitzen bleibt, der ist es. So, meine Zeit nähert sich dem Ende. Komisch, das mal zu mir selbst zu sagen. Aber denkt dran, wir sehen uns. So oder so. Das war mal wieder der Tod. Wir haben ihn erlebt. Das war Olafs Club Nummer 6. Dank an alle Mitwirkenden. Dank an Markus Barth. Die grandiose Lara Ermer, Linda und Renkwalder und natürlich Nils Heinrich und der Tod und sogar ich. Und wenn ihr lieb seid, gibt es nächste Woche eine neue Folge. Und wenn ihr nicht lieb seid, dann trotzdem. Bis dahin, Olaf Stuttgart. Tschüss. Wollen wir uns schon mal verbeugen? YouTube kann jeder. Aber wir vom MDR, wir können sogar Mediathek. Das ist viel besser. Es gibt 1000 Gründe, Mediathek zu gucken. Nenne 3. Nein, könnt ihr erstmal googeln und wenn ihr fertig seid, dann kommt ihr in die Mediathek.